20 Jahren schickte man sie zum Aufräumen. Meist zwangsrekrutiert sollten diese jungen Männer die Versiegelung des Katastrophenreaktors vorbereiten. Nahezu ohne Schutz waren sie der Strahlung und der vergifteten Luft ausgesetzt. Die ersten von mindestens 400.000 Arbeitern haben den Einsatz mit dem Leben bezahlt. Offizielle Zahlen sind unter Verschluss. Mehreren tausend Millisievert Strahlung waren die Männer der ersten Stunde ausgesetzt. Bei über 6.000 Millisievert ist der Tod innerhalb weniger Wochen nahezu gewiss. Bei zwischen 3.000 und 6.000 Millisievert sterben bis zu 90% der Opfer. Bei 2.000 bis 3.000 überleben bis zu 35% nicht den ersten Monat. Und auch zwischen 1.000 und 2.000 Millisievert erliegen noch 10% der Erkrankten. Über 400 Millisievert wurden angeblich zuletzt beim Atomkraftwerk Fukushima gemessen. Sollten bei einer weiteren Explosion gar Inhalte des Druckbehälters in die Umwelt gelangen, kann der Wert schlagartig um ein Vielfaches ansteigen. Die Radioaktivität schädigt entweder durch die Strahlung selbst oder durch die Aufnahme der Isotope in den Körper, also über die Nahrung und die Atemluft. Neben der Haut sind die inneren Organe betroffen, wie die Schilddrüse. So wird vor allem das Gewebe der Lunge, der Leber und der Niere geschädigt. Magen und Darm werden ebenso beeinträchtigt. Je nach Stärke der Strahlung kann dies zu schnellem Organversagen führen. In den Knochen entwickeln sich die Schäden dabei erst nach längerer Zeit, da hier die Prozesse langsamer ablaufen. Langfristig verändert die Strahlung auch das menschliche Erbgut. Nach Tschernobyl kamen viele Kinder mit schweren Schädigungen zur Welt. Ehemalige Bewohner der Umgebung leiden außerdem vermehrt an Krebs oder Leukämie. Daher ist es jetzt wichtig, dass möglichst viele Menschen die Gefahrenzone verlassen. In einem dicht besiedelten Land wie Japan ist dies eine unvorstellbare Herausforderung oder gar unmöglich. Wind und Regen können den nuklearen Niederschlag überall hintragen, auch in den Ballungsraum Tokio mit fast 35 Millionen Einwohnern. Ja, und über die Strahlengefahren, die jetzt von diesen Unglücksreaktoren in Fukushima ausgehen möchten,